Guten Abend und herzlich willkommen bei mir im Zentrum. Corona-Pandemie, russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine, Klimawandel. Der Stresspegel der Gesellschaft ist seit Jahren am Limit. Am meisten fürchten die Österreicherinnen und Österreicher aber den Wohlstandsverlust durch die Inflation. Die Teuerung vernichtet Ersparnisse und Vermögen. Sie schadet der Wirtschaft und der Gesellschaft. Der Verlust an Kaufkraft schmerzt massiv den Mittelstand und ist dramatisch für die Armutsbetroffenen, die ums Überleben bei Essen, Heizen und Wohnen kämpfen. Die Inflation hierzulande ist zwar wieder einstellig, aber viel zu hoch und wesentlich höher als im Durchschnitt des Euroraums. Und die Preise kennen dennoch nur eine Richtung, nach oben. Warum? Bremst die Regierung zu spät oder falsch? Heizen die Förderungen alles an? Welche Kriseninstrumente fehlen? Von der ÖVP haben uns der Finanzminister und der Wirtschaftsminister abgesagt, ebenso die Wirtschaftskammer und der Wirtschaftsbund und von den Grünen der Vizekanzler. Ich freue mich aber besonders auf Martin Ohneberg, der Unternehmer und Präsident der Industriellen Vereinigung Vorarlberg, sagt, die Teuerung ist kurzfristig eine Belastung für die Menschen, mittelfristig eine Bedrohung des Wirtschaftsstandorts. Nur echte Strukturreformen retten unsere Wettbewerbsfähigkeit. Josef Muchitsch, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Bauholz, ÖGB und Sozialsprecher der SPÖ, sagt, die Regierung hat diese profitgetriebene Teuerung zu verantworten. Barbara Kolm, die Präsidentin des Hayek-Instituts und Vizepräsidentin des Generalrats der Österreichischen Nationalbank, mahnt, es wird unangenehmer Maßnahmen bedürfen, die Inflation zu stoppen. Dabei dürfen Bezieher niedriger Einkommen nicht im Stich gelassen werden. Barbara Blaha, die Leiterin der Denkfabrik Momentum Institut, fordert, im Kampf gegen die Teuerung muss Österreich endlich auf Preisbremsen setzen. Und Klaus Neusser, der Direktor des Instituts für höhere Studien, IHS, sagt, die Europäische Zentralbank steht in der Verantwortung. Auf ORF On können Sie unter debatte.orf.at/imzentrum debattieren. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Wie kann das Leben wieder leistbar werden? Die europäischen Länder versuchen mit unterschiedlichen Mitteln, die Teuerung einzudämmen. Frankreich greift früh in den Markt ein und setzt auf Preisdeckel. Nicht nur bestimmte Lebensmittelpreise werden auf Zeit eingefroren, wie in diesem Supermarkt. Der Preis der Waren wird nicht mehr verändert bis zum angegebenen Datum. Gaspreisbremse, Strompreisdeckel, Tankrabatt. Mit Milliarden an Steuergeld gelingt es der Regierung, die Preisexplosion im Energiebereich zumindest zu bremsen. Einige Maßnahmen sind mittlerweile aber auch wieder ausgelaufen. Die Inflation liegt bei 6,6%. Spanien reagiert ähnlich. Mit einem Gasdeckel gelingt es, den galoppierenden Strompreis einzudämmen. Das ist der geringen Abhängigkeit Spaniens vom russischen Gas zu verdanken. Außerdem haben wir erneuerbare Energien. Das ergibt den Vorsprung gegenüber den mitteleuropäischen Staaten. Die Mehrwertsteuer auf Elektrizität und auf Grundnahrungsmittel wird gesenkt. In Kombination mit Maßnahmen wie etwa einem Tankrabatt konnte ein weiterer Anstieg der Inflation verhindert werden. Sie liegt jetzt bei 3,1%. Unser Nachbar Deutschland greift ebenfalls in den Markt ein, allerdings verhältnismäßig spät. Seit Jänner gilt dort eine Gas- und Strompreisbremse. Die Inflation liegt aber deutlich über der in Spanien und Frankreich, nämlich bei 7,8%. In Österreich gibt es nur eine Bremse, die für den Strompreis. Sonst setzt die Regierung eher auf Direktzahlungen, wie jetzt mit Wohnbeihilfen statt der lang verhandelten Mietpreisbremse. Die Inflation in Österreich liegt allerdings bei 9,2%. Einige österreichische Städte gehen mittlerweile eigene Wege. Graz etwa führt für Stadtwohnungen doch eine Mietpreisbremse ein. Ja, heute hat die OPEC, haben wir erfahren, das ist die Gruppe der erdölproduzierenden Staaten, angekündigt, dass sie die Ölproduktion drosseln. Das könnte dann bedeuten unter Umständen, dass ab Mai die Treibstoffe wieder teurer werden. Genau wissen wir es nicht. Was wir wissen ist, wenn jemand 10.000 Euro gespart hat und in bar besitzt, dann kann er sich in einem Jahr damit mit dieser Inflation Waren und Dienstleistungen im Wert von 9.080 Euro kaufen, also fast ein Verlust von 1.000 Euro. Frau Blaha, und an Sie alle anderen. Was kann man sich denn von den anderen Ländern abschauen, damit die Inflation noch mehr sinkt und vor allem, dass die Preise sinken?
Was wir im Beitrag gut gesehen haben, ist, dass es eigentlich einen weiten Werkzeugkasten gibt, mit denen Regierungen auf die hohen Preise reagieren können. Wir haben gesehen, dass andere Länder auf ganz unterschiedliche Maßnahmen setzen, aber die, die eine deutlich geringere Inflationsrate haben als Österreich, setzen ganz klar auf Preisbremsen. Wenn wir uns dann anschauen, was Österreich gemacht hat, dann sehe ich hier vor allem zwei Strategien. Das eine ist, wir haben versucht, über Einmalzahlungen, fast schon ein bisschen in Gutsherrenart, hier mal eine kleine Einmalzahlung, dort mal eine Einmalzahlung, die Leute aufzufangen. Ich halte es für richtig und wichtig, dass wir alle, die mit dem Rücken zur Wand stehen, wir reden vom unteren Drittel der Gesellschaft, die Teuerung hat sich bis weit in die Mitte hineingefressen, dass wir die gut auffangen, dass wir die gut durch die Teuerungskrise führen. Einmalzahlungen halte ich dafür allerdings für das falsche Mittel. Was ich mir gewünscht hätte, wäre ein armutsfester Sozialstaat. Also Sozialleistungen, die über der Armutsgrenze liegen. Das ist das eine. Das zweite ist, ich finde, in Österreich muss man von seiner Arbeit leben können. Wir haben immer noch hunderttausende Menschen, die Vollzeit arbeiten und trotzdem an oder unter der Armutsgrenze leben. Das ist eigentlich ein Skandal. Wir brauchen in den Kollektivverträgen einen Mindestlohn von 2000 Euro. Hier sind die Sozialpartner gefordert. Und bleiben wir nur am Anfang eben für alle, weil eben, was die Löhne betrifft, die Kollektivverträge, das machen wir auf jeden Fall heute. Aber ich möchte am Anfang wirklich bei Wohnen, bei Lebensmitteln, bei Energie bleiben. Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Österreich greift nicht in die Preise, wie es andere Länder machen. Die Regierung schaut zu, wie sich einige Konzerne ein schönes Körpergeld verdienen auf dem Rücken der Konsumentinnen, Stichwort Energieversorger. Die Regierung schaut auch zu, wie die Auswirkungen der Teuerung von den Stärkeren auf die Schwächeren überwälzt werden. Sehen wir jetzt, die Vermieterinnen geben das weiter an die Mieterinnen. Da könnte man handeln. Wir sehen es in ganz Europa, wurde in den Werkzeugkasten gegriffen, um die Menschen vor den Auswirkungen der hohen Teuerung zu schützen, indem man direkt in die Preise greift. Auch das könnte man in Österreich noch tun. Eine Mietpreisbremse wäre überfällig. Demnächst steigen auch die Kategoriemieten. Also hier warten die Leute eigentlich darauf, dass die Regierung endlich handelt. Und wir nicht jetzt wieder mit einem Fleckerlteppich von unterschiedlichen Maßnahmen konfrontiert sind. Jetzt fangen einzelne Gemeinden ja an, da selber hineinzugreifen. Das ist zu begrüßen, aber ich wünsche mir eigentlich eine bundesweite Lösung. Herr Neusser, Mietpreisbremse. Ja. Wären Sie dafür? Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, es gibt viele Argumente einfach dagegen. Das eine ist, ist einmal sozial nicht treffsicher. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Man hat der Regierung immer vorgeworfen, dass sie Maßnahmen setzt, die eben alle betreffen, aber das wäre jetzt eine typische Maßnahme, die nicht sozial treffsicher ist. Es benachteiligt auch die Wohnungssuchenden, weil ja die Leute, die jetzt eine Wohnung haben, profitieren, aber die Leute, die eine Wohnung suchen, das sind vor allem junge Familien, eben da benachteiligt sind. Und ich würde plädieren jetzt, wenn die Mieten steigen seit vielen Jahren, es ist ja jetzt kein Phänomen, was wir erst heute irgendwie beobachten und wo wir vielleicht heute was machen sollten, sondern seit vielen Jahren steigen die Mieten. Und wir hätten uns sozusagen, wenn ich Politiker wäre, hätte ich mir dem Thema schon viel früher angenommen. Und es bräuchte eine Gesamtlösung, also nicht nur einzelne Maßnahmen wie etwa die Mietpreisbremse, sondern eben, dass man über den sozialen Wohnbau spricht, dass man darüber spricht, wie man Flächen wieder zur Verfügung stellt für den Wohnbau. Das wären Maßnahmen. Aber sozusagen jetzt einzelne Preisbremsen halte ich jetzt nicht für adäquat. Aber nur jetzt nur eine Zwischenfrage, der Wohnkostenzuschuss, der jetzt beschlossen wurde, halten Sie den für richtig dann? Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich, wenn man es ausrechnet, ein Tropfen aus dem heißen Stein, es sind 200 Euro. Wenn man jetzt, sage ich mal, 1000 Euro Miete pro Monat zahlt, dann kann man sich ausrechnen, wie viel das ist. Also es deckt die Steigerung nicht ab, also wahrscheinlich. Mir wäre nur eine Korrektur wichtig, weil das einfach so, glaube ich, nicht stehen bleiben kann, dass die Mietpreisbremse in irgendeiner Weise sozial nicht treffsicher ist. Also da zeigen uns die Zahlen sehr deutlich, wer wohnt denn zur Miete? Das ist die untere Hälfte der Bevölkerung. Und wer vermietet, das sind die obersten 10%. Also viel treffsicherer wird es nicht. Also wenn ich die Preise für die Mieterinnen senke, dann treffe ich exakt die untere Hälfte der Bevölkerung. Das sind jene, die mit den teuren Mieten am meisten zu kämpfen haben, weil sie die Miete zahlen. Und jeder Inflationseuro mehr bei ihnen wirklich dazu führt, dass sie sich am Ende des Monats überlegen, kann ich die Energierechnung zahlen oder stelle ich noch ein Essen am Tisch? Also ich möchte nur den Gedanken zu Ende führen. Die Mietpreisbremse hätte hier schon dafür gesorgt, dass wir diese Art der Umverteilung von unten nach oben stoppen. Und der Wohnkostenzuschuss sind jetzt 250 Millionen Euro Steuergeld, den wir jetzt den Mieterinnen in die Hand drücken und ihnen sagen, zahlt damit bitte euren hohen Mieten. Das geht eins zu eins weiter an das oberste Zehntel der Gesellschaft. Also das kann ja nicht sozial treffsicher sein. Soll ich dann noch replizieren? Ja, bitte. Oder? Natürlich, gerne. Und dann nehme ich die anderen mit. Unser Institut ist in der Josefstadt. Das ist sozusagen Altbauten. Und ich sehe jetzt dort nicht sozusagen so viele Leute, die jetzt hier, sage ich mal, das sind jetzt nicht die. Bleiben wir doch bei der Empirie.
die so profitieren sollten von so einer Mitpreisbremse. Also der Löwenanteil. Bitte, so, Frau Blaha, bitte, Frau Kolm, Herr Muchitsch, Herr Unneberg, bitte. Also einmal im Prinzip muss man sagen, die Inflation hat ja mehrere Ursachen. Und man kann sie daher auch mit mehreren Maßnahmen bekämpfen. Und die eine ist, sind staatliche Maßnahmen. Das ist ein Teil dessen, was Sie jetzt genannt haben. Das in manchen Ländern funktioniert, aber nicht hundertprozentig, weil ich dann natürlich in Kauf nehmen muss, dass die Schulden massiv ansteigen dadurch. Und dann die nächste Generation, die jungen Spanier, werden irgendwann einmal das alles, was jetzt mit der Gießkanne ausgeschüttet wird, abgesehen davon sind nur 12% davon treffsicher angekommen, bei jenen, denen man nämlich wirklich helfen muss, die werden das dann einmal zahlen müssen. Das ist die eine Seite der Medaille, also die staatlichen Maßnahmen. Dann sind, wie schon mehrfach besprochen, die Sozialpartner sicherlich massiv gefordert, um diese Lohnpreisspirale auch nicht voranzutreiben oder so in einem vernünftigen Niveau zu halten, dass man langfristig die Inflation wieder runterbringt. Und der dritte Punkt ist auch ein ganz ein wesentlicher. Das ist die Politik der Notenbank, der EZB, eben indem sie die Zinsen anhebt, wieder ein normalisiertes Geld, eine Geldpolitik macht und das jetzt noch auf eine Zeit lang weiterhin macht, die Asset Purchasing Programme eingestellt hat und oder schon eingestellt hat und die PEP Programme natürlich auch eingestellt hat und dadurch die Balance Sheets wieder reduziert. Aber das ist ein wesentlicher Punkt, wieder eine normalisierte Geldpolitik, um die Inflation und vor allem die Kerninflation, auf die kommt es nämlich an, die wieder zu reduzieren. Kommen wir dann noch zu sprechen. Also Mieten, Wohnen bzw. Lebensmittel? Ja, einen Werkzeugkoffer gibt es, wie andere Staaten das gezeigt haben. Aber wenn man den Werkzeugkoffer einsetzen will, muss man das Handwerk können. Diese Regierung kann das Handwerk nicht. Die hat komplett versagt. Seit September 2021 sagen die ersten Expertinnen und Experten, Achtung, die Gasspeicher sind leer, der Gaspreis wird ansteigen, wir müssen etwas tun. Im Oktober 2021 hat der Österreichische Gewerkschaftsbund gesagt, wir brauchen ein Wärmepaket, damit über alle Haushalte und Betriebe, damit über alle Energieformen, damit wir hier die Inflation in den Griff bekommen. Weil Fakt ist, dass die Wurzel des Übels ist, dass bei der Basis, das heißt bei der Inflationstreiber Nummer 1, auch nur dazu mal, beim Energiepreis nichts gemacht wurde. Und wenn die Energiepreise raufsteigen und die Regierung schaut zu, dann passiert das Nächste, dass die Produktion teurer wird in den Betrieben. Das heißt, dass die Produkte teurer werden für den Konsumenten, dass die Dienstleistungen teurer werden. Wer da sagt, ich muss ja das irgendwo unterbringen am Markt. Und dann steigen natürlich auch die Nahrungsmittel, dann steigt die gesamte Inflation. Ja, und schaut's her, auf einmal haben wir so eine Inflation, wo die Mieten auch noch steigen, ne? ins Unermessliche. Und mir muss einer erklären, warum kann ich aufgrund der Situation jetzt die Mieten um 8,6% erhöhen, eine kalte Miete, ohne Betriebskosten, ohne irgendetwas gemacht zu haben. Warum ist das okay? Und da fällt mir einfach die Logik. Und wenn dann zu allem Überdruss auch noch die Krisengewinner, die hier gewinnoptimiert arbeiten, wo die Regierung sie ungeschützt und ungeniert weiter Rekordgewinne machen lässt, dann verstehen das die Leute draußen nicht. Das versteht ein Arbeiter aus Oberösterreich nicht, der sagt, ihr habt 4.900 Euro mehr Ausgaben. Und jetzt soll man vielleicht auch noch auf Löhne verzichten oder sonst was. Fakt ist, letzter Satz, diese Regierung hat versagt bei der Bekämpfung der Inflation. Und das ist jetzt das große Übel und wir alle sollen das jetzt miteinander ausbauen. Kurze Replik. Einen Satz dazu. Das Ausgießen mit der Gießkanne über alles ist der größte Fehler, weil damit verliere ich komplett die Treffsicherheit und kann genau jenen nicht helfen, die es dringend brauchen. Was machen wir jetzt beim Mietenzuschuss? Ja, es ist ein Blödsinn, oder? Nix. Ja, richtig. Ja, ich meine, was das ist natürlich jetzt schon sehr polemisch, das ist sehr ideologisch. Ich meine, ich kann mich gut erinnern, ein deutscher Nationalbankpräsident hat einmal gesagt, wenn die Inflation ist wie Zahnpasta, wenn sie rauskommt, kriegt man sie nicht mehr hinein. Und ich glaube, es ist komplexer, das Thema Inflation. Klaus Otto Pöhl war das. Klaus Otto Pöhl, das ist, glaube ich,
komplexer das Thema, als dass man es mit Werkzeugkoffer oder so begegnen kann. Ich glaube, schon gesagt worden, die Frage ist, die ich mir stellen muss, woher kommt denn die Inflation? Ich glaube, man muss einmal die Ursache verstehen. Und die Ursache ist natürlich mehrdimensional. Einerseits die expansive Geldpolitik der EZB, die letzten Jahre die Niedrigzinspolitik, die hat sicherlich im Wachstum die und die Vorteile gehabt, hätte aber viel früher begonnen werden müssen, die Zinsen wieder anzuheben. Das ist das eine. Das zweite, ich glaube, machen wir uns nichts vor, die Transformation der Wirtschaft, die Transformation des Klimas, die Energiewende kostet uns ein Geld. Es wird uns vorübergehend mehr kosten und insofern muss ich auch vielleicht eine gewisse Zeit, eine gewissere höhere Preissituation akzeptieren. Aber das kostet ja auch für die anderen Länder im Euroraum Geld. Also die Frage ist, warum eben bei uns sie einfach höher ist und was man hier von den anderen Ländern abschauen kann. Es hat jedes Land eine gewisse unterschiedliche Situation und Ausgangssituation. Wo Frankreich vorher gekommen ist, Frankreich hat extrem viel Geld ausgegeben, um den Energiepreis zu deckeln. Was ist die Konsequenz, dass die EDF verstaatlicht worden ist, weil sie das Geld, weil sie nicht mehr sozusagen wirtschaften hat können? Andere haben die Inflation in anderen Bereichen. Natürlich hat Österreich relativ stark in der Corona-Situation, aber auch sozusagen zu Beginn der Inflation relativ im Gießkannenprinzip geholfen. Hat aber schnell geholfen und logischerweise nicht jede schnelle Hilfe ist auch wirklich zielgerichtet. Am Ende des Tages hat das sicherlich auch eine gewisse Inflation verursacht. Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir uns auch klar sein, es sind viele, und das habe ich gesagt, viele Strukturreformen einfach nicht gemacht worden. Wir haben auf der anderen Seite eine Situation, wo man extremes Arbeitskräfteangebot, ein knappes Angebot haben. Das heißt, automatisch wird knappes Angebot, steigen die Preise. Dann natürlich die Lohnpolitik, wenn wir sich anschauen, wenn Sie gesagt haben, Deutschland, wenn man sich anschaut, 2022, die durchschnittlichen Abschlüsse der Kollektivverträge in Deutschland waren um ein Stück nieder als in Österreich. Und zusätzlich hat die Republik noch die kalte Progression abgeschafft. Ich bin überzeugt hat davon. Relativ viele Zuschüsse getätigt in verschiedenster Form. Nein, aber behalten Sie die Energie, was das betrifft, bitte noch für sich, weil das, dazu kommen wir. Aber ich möchte das wirklich noch fertig machen. Und das ist auch interessant für die Menschen zu Hause. Was ist zu tun? Wir haben jetzt wegen der Mieten schon viel gesprochen, aber was ist zum Beispiel bei den Lebensmitteln? Da haben wir gesehen, dass viele bei den Grundnahrungsmitteln hier zum Beispiel Bremsen einziehen. Ist sowas klug oder nicht? Bevor ich darauf antworte, vielleicht noch ein kurzes Korrektiv, weil immer Spanien als so großer sozusagen Vorreiter dargestellt. Es ist zwar richtig, dass die Inflationsrate jetzt 3,1% ist und einer der niedrigsten im Euroraum ist, aber wenn Sie mal ein Jahr zurückschauen, dann war Spanien weit über dem österreichischen Inflationsrate. Also das ist wirklich nur eine Momentaufnahme und das hängt damit zusammen, dass die etwa 40% der spanischen Haushalte direkt am Gaspreis gekoppelt sind. Das heißt, der Gaspreis war im letzten Sommer 340 Euro für die Megawattstunde und da haben die 80% Erhöhungen gehabt in ihren Stromrechnungen. Und dann ist es natürlich, wie der Preis jetzt wieder bei 40, wenn der Preis wieder jetzt heruntergegangen ist auf 40, wie er jetzt ist, dann ist das natürlich wieder mitgegangen und deshalb kommen die 3,1% zustande. Lebensmitteln, das kann man sich in Ungarn wunderschön anschauen. Da wurden für 8 Lebensmittelkategorien Preisdeckel eingezogen. Die Konsequenz war, dass die Inflation noch stärker gestiegen ist, weil eben die Firmen dann eben für andere Produkte dann eben entsprechend aufgeschlagen haben und damit die Inflation noch weiter angeheizt haben. Also das kann es eben auch nicht sein. Benzin haben wir auch gesehen in Ungarn, war auf einmal nicht mehr zu haben. Butter war auch nicht in den Regalen. Ich meine, das kann natürlich nicht die Lösung des Problems sein. Weil die Kerninflation genau in jenen Ländern ja noch immer höher geblieben ist. Und könnten Sie einfach nur, eben, weil das ist ja offenbar die sogenannte Kerninflation, das Hauptproblem, das machen sich auch alle Ökonomen und Ökonomen, auch die Chefin des IWF, die Christine Lagarde und alle große Sorgen. Können Sie kurz erklären, was ist die Kerninflation? Also die Kerninflation ist jene Inflation ohne die Energie- und Nahrungspreise. Und alles andere ist Alkohol also der große Warenkorb, sind Dienstleistungen, industrielle Güter und so weiter. Diese ist ja gestiegen bei uns. Genau, der ist ja viel größer. Und die Kerninflation ist in allen Ländern eigentlich, auch in Spanien, auch in Frankreich,
auch in Ungarn, auch trotz dieser Maßnahmen natürlich hoch geblieben. Und man hat dann nur sozusagen das Tipping on the Cake, das Icing on the Cake reduziert. Aber in Summe ist es trotzdem eben höher geblieben. Und mit der negativen Konsequenz, dass die Staatsverschuldung weiter in die Höhe gegangen ist. Also jetzt müssen wir von einer Tasche in die andere natürlich auch. Nochmal zurückkommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was machen die Spanierinnen? Was kann man sonst so tun? Ich höre aus der Ecke sehr stark, am besten ist, wir tun gar nichts und lehnen uns ein bisschen zurück. Und die Leute müssen nicht gesagt. Das haben wir nicht gesagt. Alles, was an preisdämpfenden Maßnahmen in anderen Ländern eingesetzt wird, wird von meinem Gegenüber offensichtlich nicht wertgeschätzt oder nicht gut geheißen. Da wird das auch sehr klein geredet. Jetzt kann man natürlich sagen, die Kerninflation ist auch in Spanien hoch. Ja, das ist richtig. Sie ist aber zurückgegangen, anders als in allen anderen europäischen Ländern. Und natürlich kann man die spanischen Maßnahmen kleinreden. Aber ich bin ganz sicher, dass mit 3,1% Inflation wir dort gut beraten sind, hinzuschauen und uns zu überlegen, was können wir denn von diesen guten Beispielen auch lernen. Mal ganz pragmatisch an die Sache rangehen und nicht schon aus irgendwelchen Reflexen heraus zu sagen, na, das geht einmal ganz sicher nicht. Das ist das eine. Das andere, kurz aussprechen. Ja? Die zweite Frage ist, welche preisdämpfenden Maßnahmen gibt es darüber hinaus? Wir haben über die Mieten schon ein bisschen gesprochen. Die Lebensmittel wurden jetzt angesprochen. Eine Maßnahme, die schon lange am Tisch liegt, ist eine zeitlich begrenzte Senkung der Mehrwertsteuer, wo man, Stichwort Treffsicherheit, die ärmsten Haushalte am stärksten unterstützt. Weil wir können alle nur so viel essen, unabhängig davon, wie viel wir verdienen. Das heißt, relativ zum eigenen Einkommen sind die untersten Haushalte am stärksten von den Lebensmittelpreisen belastet. Senken wir dort die Steuer, haben Sie am meisten davon. Auch das könnte man zeitlich begrenzen, könnte evaluieren und könnte da gut hinschauen und das gut begleiten. Aber die Haushalte nicht mit den hohen Supermarktpreisen alleine lassen, um dieses Beispiel zu geben. Und noch ein letzter Punkt, und dann freue ich mich ja wieder auf die Diskussion. Weil Sie, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Sie haben die Ursachen angesprochen. Woher kommt denn die Inflation? Und wir haben jetzt schon viel gehört. Ich höre die EZB und die Regierungen und das und das. Aber seien wir uns mal ganz ehrlich, die hohen Preise fallen nicht vom Himmel. Die setzt nicht die EZB fest, die setzt doch nicht die Regierung fest. Die setzen die Unternehmen fest. Und wenn man dann in die Daten schaut, das sehen, dass von der heimischen Inflation, jener, die uns nicht Putins Gas ins Land bringt, sondern die wir uns selber backen im Land, 3/4 auf die Profite der Unternehmen zurückgeht, dann müssen wir auch über diesen Elefanten im Raum einmal reden, weil nur 1/4 geht auf die Löhne zurück. Vielleicht noch eines zu ergänzen, was ich sagen, zum Mietpreisdeckel beispielsweise. Ich glaube, man muss einfach anschauen, welche Wirkung der erzielt am Ende des Tages. Berlin hat den Mietpreisdeckel eingeführt. Das ist doch eine ganz andere, Mietpreisdeckel eingeführt. Es gibt kein zweites deutsches Bundesland oder Stadt, die den Mietpreisdeckel einführt. New York hat in den 60er Jahren den Mietpreisdeckel eingeführt. Welche Konsequenz war das? Dass die ganzen Investitionen zurückgegangen sind und die Bausubstanz verloren gegangen. Stockholm, ein sehr gutes Beispiel, hat einen Mietpreisdeckel eingeführt. Was war die Konsequenz? Dass sie inzwischen 30 Jahre lang, zwischen 10 und 30 Jahre lang warten, bis sie eine Wohnung bekommen. Und jetzt ist es so weit, dass 50.000 im Schnitt Abschlagszahlungen getätigt werden, wenn sie einen Mietabschluss machen. Aber jetzt vergleichen wir das jetzt. Das Problem ist einfach, das ist eine Fehlallokation am Ende. Also wir hören jetzt von Beginn an, dass alles nicht passt. Und wir haben die Zinspolitik. Es gibt Länder, die haben was dagegen getan. Aber hat sich Österreich hat aber was getan. Und Österreich hat viel getan. Und Einmalzahlungen, die verpuffen. Die Einmalzahlungen, die Förderungen. Wir sind Europameister bei den Förderungen. Wir sind Europameister beim Geld rausschmeißen. Da sind wir Europameister. Aber wir sind auch Europameister und Schlusslicht. Ganz hinten sind wir Schlusslicht, wenn es darum geht, etwas gegen diese Teuerung zu tun. Und das verstehen die Leute draußen nicht mehr, wenn sie einkaufen gehen. Und wenn das Thema Lebensmittel gekommen ist. Es versteht keiner, dass jetzt die Preise derartig hoch sind. Fleisch, Fisch, Gemüse, Brot, Milchprodukte, Eier, zum Beispiel 23%. Alles drüber. Keiner schaut drauf. Die Politik schaut zu, diese Regierung schaut zu. Es gibt keine Maßnahmen, keine Antiteuerungskommission, keine Preisdatenbank, um zu sagen, Leiteln, Deckeln. Und ich bin schon bei Ihnen, Herr Neuser, allein die Mehrwertsteuer aussetzen geht nicht. Ich brauche schon dazu auch ein Instrument, das draufschaut, ein Instrument mit Biss, das dort genau zubeißt, wo der Markt nämlich nicht mehr funktioniert. Diese Preistreiberei, die diese österreichische Regierung zulässt, das zipft die Leute an.
Die wollen nicht mehr. Die wollen auch Maßnahmen sehen. Ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass das Thema Inflation ein massives Problem ist, ein Riesenthema, vor dem wir alle stehen, und dass es verschiedene Maßnahmen gibt von verschiedenen Seiten. Manche sind mehr erfolgreicher, manche sind weniger erfolgreich. Und das Wichtigste ist, dass sie vor allem jene, die sich am wenigsten helfen können, dass man jene unterstützt. Und da brauche ich eine besondere Treffsicherheit. Da darf ich eben nicht mit der Gießkanne aber drüber gehen. Was würden Sie vorschlagen beim Thema, also bei den Lebensmitteln? Bei Lebensmitteln kann man durchaus eine Zeit lang die Mehrwertsteuer reduzieren, komplett, bin ich ganz dafür. Weil dann trifft es die Leute am einfachsten. Ich kann es aber auch, das ist natürlich wieder aufwendiger, ich kann natürlich wieder das mit Vouchern machen, damit ich genau jene einkommensschwachen Familien unterstützen kann, wenn sie mit Voucher dann zahlen können. Das ist eine andere Möglichkeit. Aber ich wollte eigentlich sind jetzt ganz Voucher? Sie meinen einmal Gutscheine. Gutscheine, die also wirklich genau für jene da sind, die also im niederen Einkommensniveau oder sich im niederen Einkommensniveau befinden. Aber ich glaube, was wesentlich ist, dass man wieder die Geldpolitik normalisieren. Es wurde schon angesprochen, man hat auf Seiten der EZB vielleicht eine Spur zu lang gewartet, bis die Zinsen wieder angehoben worden sind. Aber es ist ja auch so, dass nicht nur der Krieg in der Ukraine der Trigger für die Inflation war. Der war ja schon viel vorher. Das waren die Lockdowns und damit das Auseinanderbrechen der Supply Chain. Und in dem Moment, wo die Supply Chain auseinanderbricht, die Preismechanismen auseinander. Ja. Und in dem Moment, wo die Preismechanismen auseinandergebrochen sind, haben wir das Thema Inflation am Tisch liegen. Na, darf ich einen Satz? Frau Präsidentin, die Menschen wollen keinen Voucher, die Menschen wollen keinen Zuschuss, die Menschen wollen keinen Antrag stellen mit Verwaltung, wo Monate später irgendwas am Konto landet. Die Menschen wollen niedrige Preise. Die Menschen wollen eine niedrige Inflation haben. So, Herr Neusser. Ja, vielleicht, wollen vielleicht, alle. Vielleicht um einen Irrtum auszuschalten. Die Reduktion der Mehrwertsteuer wird nicht eins zu eins weitergegeben. Genau. Und es ist einfach falsch zu glauben, dass die Unternehmen die Preise setzen. Es ist ein Spiel von Angebot und Nachfrage. Und je nachdem, wie die Nachfrage- und Angebotselastizität sind, das System hat aber nicht funktioniert. Wird das eins zu eins weitergegeben? Der Markt hat nicht funktioniert in der Krise. Wenn ich es unterbreche durch die Lockdowns, da könnte man hier ein Kontrollinstrument, Herr Neusser. Das zweite Kontrollinstrument wollte ich gerade ansprechen. Haben wir ja alles schon in Österreich gehabt. Es gab die Lohn- und Preiskommission. Die ist in den 90er Jahren mehr oder weniger sanglos ausgelaufen. Der Grund ist auch klar, warum das passiert ist. Die Importpreise haben sie nicht kontrollieren können. Es waren Absprachen mit der Industrie, das heißt, der Handel war nicht beteiligt. Es war eben dann sozusagen nur auf die Kosten geschaut und nicht auf andere Marktbedingungen. Das heißt, das hat sich dann erübrigt. Ja. Und Herr Neusser, was ist Ihr Lösungsvorschlag, damit hier die Regierung treffsicher den Menschen hilft, gerade bei den Lebensmittelpreisen? Also ich sehe sozusagen eine Vermengung von Sozialpolitik mit sozusagen Preisdeckeln. Wenn man Sozialpolitik machen will, dann soll man Sozialpolitik machen. Da gibt es verschiedenste Instrumente, die man da anwenden kann. Mindestsicherung, Zuschüsse, auch gute Lohnabschlüsse würde ich dazu zählen. Das sind Instrumente, die auch den Leuten wirklich helfen. Pensionen wurden indexiert. Es gibt viele, viele Dinge, die man da machen kann. Das ist Sozialpolitik. Aber man sollte sozusagen das nicht mit den anderen Dingen vermengen. Das wäre sozusagen mein Credo. Und ich bin auch kein Verteidiger der Regierungspolitik. Herr Neusser, was ist Ihr Vorschlag bei dieser gewinnoptimierenden Inflation? Was ist Ihr Vorschlag? Wieso ist es möglich, dass Konzerne Milliarden Übergewinne machen und danach von dieser Regierung eine Mickey-Maus-Steuer auf die Übergewinne? Sprechen Sie jetzt den Verbund an? Oder? Zum Beispiel. Es gibt doch immer... Er darf noch mal replizieren. Der Herr Neusser wollte bitte. Kurz replizieren. Nein, ich meine, wenn es um den Verbund geht, ich meine, ist ganz klar, was passiert. Ich meine, der Verbund hat sozusagen erzeugt seinen Strom hauptsächlich mit Wasserkraft und er hat eben, kann den Strom teuer verkaufen und dadurch entsteht ein Gewinn. Ich sehe da jetzt nichts besonders Schlimmes dran. Herr Muchic, ich glaube, das, was man immer vergisst, es gibt doch in jeder Krise Gewinner. Schauen wir uns einmal die Corona-Situation an. Schauen Sie einmal die Pharmaunternehmen an, wie gewisse, die zum Glück geforscht haben für uns, die
ein Arzneimittel gebracht haben, eine Impfung gebracht haben, die geholfen hat. Wie viel Geld haben die verdient denn? Es gibt keine Krise, wo es nicht Krisengewinner gibt. Das heißt aber nicht, dass man in der Krise was tun muss. Und ich glaube, und das ist unser Thema, 2022 ist verdammt viel gemacht worden, auch von der Bundesregierung. Ich kann mich ja gar nicht mehr erinnern, wie die ganzen Gutscheine und die Zuschüsse geheißen haben. Die Leute wollen gleichzeitig keine Almosen. Gleichzeitig haben wir es leider nicht geschafft, dass auch in den Kollektivvertragsverhandlungen das mehr netto berücksichtigt worden ist. Was war die Konsequenz? Mehr netto, kalte Progression abgeschafft und gleichzeitig haben wir Abschlüsse gehabt mit zweistelligen Prozentsätzen, 10-12%. Schauen Sie sich unser Daten an. Sind wir schon bei der Lohnpolitik? Dann gerne. Frau Blaha möchte noch was dazu sagen. Das führt zu einer Lohnspirale, die ist katastrophal. Wir haben eine Preislohnspirale. Am Ende des Tages verlieren unsere Wettbewerbsfähigkeit. Die Frau Blaha ist jetzt am Preise sind zu hoch und damit müssen die Löhne steigen. Aber wir verlieren unsere Wettbewerbsfähigkeit. Das ist wie Öl ins Feuer gegossen. Genau das ist es. Was ist zuerst gestiegen? Die Preise oder die Löhne? Was ist denn zuerst gestiegen, Frau Präsidentin? Mit was hat man zuerst begonnen? Die Preise sind gestiegen. Zuerst hat man zugeschaut. Herr Muchitsch, die Menschen zu Hause haben wirklich nur was davon, wenn sie ihren Argumenten folgen können. Da stimmen Sie mir sicher zu. So, jetzt folgen wir dem Argument. Die Frau Blaha ist am Wort. Und dann kommen wir zur Lohnpolitik. Bitte. Bevor wir uns die Preis-Lohn-Spirale anschauen, sollten wir uns ganz kurz, weil das war gerade unser eigentliches Thema, die Profitpreisspirale noch mal genauer anschauen. Und ich bin schon ein bisschen besorgt, wenn man so einen wesentlichen Inflationstreiber so ein bisschen abschüttelt und sagt, naja, gibt es halt immer Gewinner. Ja, das stimmt, jede Krise. In jeder Krise gibt es Krisengewinner, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber es wäre Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass trotz einer krisenhaften Stimmung und einer schwierigen Situation, die Spielregeln so aufgestellt sind, dass es nicht sein kann, dass ausschließlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Wohlstandsverluste tragen, während sich andere riesige Gewinne einstreifen. Das wäre ja eigentlich Aufgabe der Politik, zu schauen, dass es hier zu einem Interessensausgleich kommt. Das wäre zumindest mein Anspruch an die Politik. Und wenn wir jetzt schon hören, dass in der Europäischen Zentralbank die Analysten besorgt sind, weil sie sagen, es ist nicht nur ein Österreich-Problem. Wir haben dieses Problem in der gesamten Eurozone, dass die Profite mittlerweile unsere Inflation treiben. Wir haben über die hohe Kerninflation schon gesprochen, die sich hier auch beginnt zu verfestigen. Das ist tatsächlich ein Problem in der Eurozone. Da müssen wir hinschauen. Wir haben uns in den letzten 18 Monaten vor allem mit den Löhnen beschäftigt, haben immer dorthin geschaut und immer gewarnt, na, die dürfen nicht zu sehr steigen. Wenn ich jetzt aber sage, und ich kann ja die Lösung nur finden, wenn ich die Ursachen genau analysiere, die Profite treiben uns die Inflation, dann muss ich doch drüber nachdenken können, auch wieder ganz pragmatisch gesprochen, wie ich damit umgehen kann in dieser Situation. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel Übergewinnsteuern, da hat die Europäische Union ja auch schon vorgelegt. Ich finde noch in einem Ausmaß, wo man ruhig noch mal nachschärfen könnte. Und die zweite Sache, damit wir nicht nur von den Energieversorgern sprechen und von den Mineralölkonzernen, die gerade das Geschäft ihres Lebens machen. Wir sehen, dass sich die Profite in anderen Branchen genauso nach oben entwickelt haben. Denken wir an den Handel, denken wir an den Bau. Also das sehen wir in den österreichischen Daten sehr deutlich. Das ist ex post betrachtet. Wenn man sich anschaut, die Abschlüsse teilweise des Jahres 22 und 21 waren die Abschlüsse teilweise besser als davor. Warum? Weil es relativ großzügige Förderungen auch für die Unternehmen gegeben hat, auf der einen Seite. Andererseits haben wir sehr großzügige Kurzarbeitsregelung gehabt. Die ist zugunsten gewesen für die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer. Wir reden von 22. Wir reden jetzt von 23, wir reden von der Zukunft. Mir geht es um die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Industrie und Wirtschaft. Und wenn wir jetzt da sozusagen hergehen und da über Krisengewinne sprechen, wir sind in der Mitte in einer Transformation der Wirtschaft. Wir sind in einer Transformation der Energie. Wir sind in einem weltweiten geopolitischen Auseinandersetzung behaftet derzeit. Die Unsicherheit war noch nie so groß, wie wir es derzeit haben. Und ein Teil der Unsicherheit ist auch das Ergebnis der hohen Inflation. Und ich glaube genau das, wir müssen gemeinsam Maßnahmen setzen. Ich bin 100% dafür, dass der Konsum muss aufrechterhalten werden. Aber bitte hauen wir nicht auf die Unternehmen hin. Wenn am Ende des Tages, wer schafft denn die Arbeitskräfte? Die Unternehmen durch Investitionen, Wachstum und Wohlstand. Ich bin nur etwas enttäuscht, dass 18 Monate hier nicht dieser Aufschrei da war in der Wirtschaft und zu sagen, bekämpfen wir doch endlich gemeinsam diese Rekordteuerung. Und jetzt, ja, wo wir wirklich mit den Rücken an der Wand stehen, jetzt auf einmal sollen wir gemeinsam etwas tun. Die Preise sind zuerst gestiegen. Österreich hat eine Überförderung gehabt an Unternehmen in den Krisen wie kein anderes Land in Europa. Ja, ein Drittel der Unternehmen haben gesagt,
laut Umfrage des Kreditverfahrens, wir hätten gar keine Förderung gebraucht. Ja. Also, aber da muss Herr ich sagen, Herr Muchitsch, ich würde gerne für die Menschen, was jetzt, weil wir bei den Löhnen sind, würde ich schon gern einen Blick eben nach vorwerfen, weil es ja so ist, wir haben eben im Herbst haben wir Lohnabschlüsse im Oktober im Schnitt von 6% gehabt, jetzt im Februar ungefähr im Schnitt von 9%, immer öfter gibt es auch zweistellige Lohnabschlüsse. Wir wissen alle, dass wenn es um Verhandlungen geht, immer nach rückwärts geschaut wird, nämlich was ist der Schnitt der Inflation in den vergangenen 12 Monaten. Das heißt, dass ja in Wahrheit heuer noch höhere Lohnabschlüsse notwendig wären. Jetzt haben aber die Ökonomen gesagt, es hängt an den Sozialpartnern, hier zurückhaltend zu sein. Habe ich das richtig verstanden? Das war jetzt nicht meine Wortwahl, aber ist okay. Ich wollte vielleicht noch einen Punkt einwerfen, der, glaube ich, wichtig ist. Man muss einfach sehen, dass diese Doppelkrise, Covid und Ukraine-Krieg, einfach uns ärmer gemacht hat. Das WIFO hat das ausgerechnet. Man kann über die Zahlen streiten. Es sind etwa kumuliert über vier oder fünf Jahre über 8.000 Euro pro Kopf für jeden Österreicher. Und jetzt geht es halt um die Frage, wie wir das sozusagen diese Reduktion aufteilen. So interpretiere ich die sozusagen die Diskussionslage. Und dazu war eben dieser Aufruf auch gedacht, dass wir das versuchen, diese Reduktion gerecht im Land aufzuteilen. Und da sind natürlich die Sozialpartner gefordert, würde ich jetzt mal sagen. Vor allem auch, ich bin dabei, Lohnabschlüsse hochzuhalten sind wichtig, da bin ich schon bei Ihnen. Aber es ist auch wichtig, nach vorne zu schauen, weil nach vorne zu schauen heißt, die Inflation und alle Prognosen, die wir haben, gehen jetzt 24 deutlich zurück. Und daher ist dann, aber die Wettbewerbsfähigkeit in 24, wenn wir jetzt die zu hoch abschließen, vielleicht eben aber dann ein Problem. Aber heißt das, der Appell wäre nur, damit weil die Zinsen jetzt werden weiter steigen. Ja. Das genau. ist noch aber der nur der Appell, keine zweistelligen Lohnabschlüsse. Ich will auf keine Zahlen. Also auf keine Zahlen, also, aber zumindest sollte Reallohnerhöhungen geben. Ja. Wichtig ist, dass der Kaufkraftverlust für die Individuen, für die Betroffenen nicht reduziert wird. Dafür muss gesorgt werden. Jetzt Herr Muchitsch, bitte. Moment. Also, geschätzte Ökonomen, mit Zurückhaltung kann man nicht einkaufen gehen. Und Fakt ist, die Preise sind zuerst gestiegen. Und dann ist es natürlich selbstverständlich, dass die Gewerkschaften sagen, wir wollen jetzt auch Lohnabschlüsse haben, damit die Leute mit ihren Einkommen auskommen. Das funktioniert eh nicht mehr ganz, weil 18 Monate nichts gemeinsam passiert ist in diese Richtung, sondern nur immer die Gewerkschaften und die Oppositionsparteien gesagt haben, tun wir was gegen diese Teuerung. Wir haben wenigstens gesagt, was zu tun ist. Deckel drauf bei Mieten, Deckel drauf bei Energie, Mehrwertsteuerwerk bei Lebensmitteln, Antiteuerungskommission mit Preisdatenbank. Wir haben wenigstens Vorschläge gebracht, aber nichts zu tun und jetzt herzugehen und sagen, und jetzt müsst ihr euch bei den Lohnverhandlungen zurückhalten. Das geht sicher nicht. Und wir sehen jetzt im Nachbarland, in Deutschland, wo morgen ein riesiger Verkehrsstreik stattfindet, weil die Leute in Deutschland das sagen, wir wollen das. Wir brauchen das. War letzte Woche, 53.000. Hoffentlich kommt noch einer. Aber wir machen jetzt Zurückhaltung bei den Löhnen. Nein, wir brauchen das, damit die Leute nicht von Almosen und Zuschüssen und Förderungen abhängig sind. Deswegen braucht es die hohen Lohnabschlüsse. Ja. Aber Richtung Sozialpartnerschaft. Herr Vizepräsident. Ja, bitte nur, weil ich Richtung Sozialpartnerschaft. Na, vielleicht. Ein Satz nur. Wenn wir jetzt nicht die Regierung dazu bringen, die Inflation zu senken, durch Maßnahmen, die vielleicht nicht ganz hundertprozentig sind, aber andere Länder haben das gezeigt, dann werden wir im Herbst und im nächsten Jahr Frühjahr wieder die gleiche Situation haben, dass wir eine hohe Inflation haben, aufgrund der rollierenden Inflation der letzten 12 Monate, wo man sagen, die Leute haben sich eine faire Lohnerhöhung verdient. Wenn wir jetzt nicht gemeinsam beginnen, die Regierung zu überzeugen, ja, dann haben wir ein Riesenproblem bei den zukünftigen Lohnverhandlungen. Also eine gute Sache ist, es bringt jetzt eine kurzfristige Maßnahme zu setzen, die uns dann nachher wieder einholen, nämlich in einer überdimensionalen Inflationsentwicklung, nämlich mit Umsatzsteuersenkung und so weiter, was ich vorher gesagt habe.
gesagt hat, das kann ja am Ende des Tages dazu führen, dass noch mehr Inflation kommt, dann, wenn man sie wieder einführt. Aber jetzt noch einmal zu dem Spielarbeitgeber. Ich glaube, eines ist klar. Wir als Arbeitgeber sind daran interessiert, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ordentliche Gehälter und Löhne haben und ihre Kaufkraft erhalten können. Punkt. Wir haben das, glaube ich, auch bewiesen. Die Bundesregierung hat mit den 3.000 Euro, 2.000 oder 3.000, je nachdem, mit Betriebsrat oder nicht, hat man die Möglichkeit gehabt, den Mitarbeiterinnen steuerfrei auszuzahlen. Sehr, sehr viele haben das in Anspruch genommen. Warum haben das sehr viele in Anspruch genommen? Weil sie den Mitarbeitern helfen wollten. Was hat die Gewerkschaft leider nicht gemacht in den Verhandlungen? Und das ist das, was ich als Pakt der Wirtschaft verstehe. Der Finanzminister hat auf der einen Seite ist entgegengekommen mit Gutscheinen, mit Treu, mit Bonus und, und. Auf der anderen Seite hat man die kalte Progression abgeschafft. Auf der anderen Seite hat es Instrumente gegeben, die 3.000 Euro brutto für netto. Das heißt, netto ist dem Mitarbeiter mehr übrig geblieben. Was hat die Gewerkschaft gemacht? Das ist überhaupt nicht in den Verhandlungen berücksichtigt worden, sondern ganz im Gegenteil hat man gesagt, wir wollen unseren Zweistelligen. Und das ist das Riesenproblem. Wir sind in Österreich in der Lohnpolitik anders als in Deutschland. Wir haben in Österreich eine Abdeckung der KV mit 95-96%. In Deutschland haben sie 55%. 45% sind außer Tarif. Ich mache mir Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn die Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr gedacht ist, dann brauchen wir uns nicht mehr über die Inflation Gedanken machen, sondern dann haben wir Arbeitslosigkeit, dann haben wir soziale Konflikte in der Gesellschaft. Und das ist genau das, was ich nicht will. Sind die Gewinnzuwächse von 30,7 Milliarden Euro an die österreichischen Unternehmen auch gegengerechnet worden bei den Lohnverhandlungen? Aber nein. Noch einmal. Ja, hat jeder Arbeitnehmer die 3.000 Euro netto erhalten? Es haben nein. sehr, sehr viele behalten. Was noch wir zahlen? Was wir zahlen? Wir haben ja auf der anderen Seite, einen Arbeitsmarkt. Wenn ich heute meine Mitarbeiter und Mitarbeiter nicht ordentlich bezahle, der geht morgen zur Tür rein und geht zu meinem Mitbewerber oder zu meinem Marktbegleiter. Aber warum nicht und für alle? Dann arbeiten. Wir haben einen warum so knappen Arbeitsmarkt. Das ist ja das Problem. Also das wenn Sie beide verhandeln müssen, stelle ich mir das unglaublich schwierig. Wir brauchen einen Pakt der Wirtschaft, Ergebnis zu kommen. Für den Standort. Und Standort heißt Frau Mitarbeiter, Kolm, Mitarbeiter und Arbeitgeber. Frau Kolm, Frau Blaha und dann Herr Neusser, bitte. Noch einmal, ich glaube, wir haben es mehrfach schon gesagt, dass dieses Ausgießen mit der Gießkanne nichts bringt. Wir haben auf zwei Seiten haben wir Möglichkeiten, an der Schraube zu drehen. Die EZB hat begonnen, an der Schraube zu drehen. Man kann jetzt darüber streiten, ob das zu spät war oder nicht. Auf jeden Fall, die Zinsschraube dreht sich langsam in die Höhe. Damit haben wir den Preis des Geldes, kommen wir langsam wieder zu einer Normalität dazu. Das ist eine Seite. Das ist natürlich auch ein Problem andererseits, weil Kredite im ersten Moment natürlich auch wieder teurer werden. Andererseits brauchen wir diese Normalität, damit sich die nächste Generation auch wieder was ersparen kann. Und wenn ich da auf dieser Seite mal die Normalisierung habe und die Daten, die uns vorliegen, schauen also jetzt nicht so dramatisch aus. Wir werden also auch die Kerninflation mittelfristig wieder einfangen. Und das schauen die Daten für 24, 25 schon wesentlich besser jetzt aus. Ist der Leitzinssatz, Frau Kolm, liegt jetzt bei 3,5%. Wenn wir haben 350 Basispunkte, ja. haben wir in den letzten womit rechnen Sie Jahren, heuer noch? Das kann ich und darf ich jetzt hier nicht sagen. Aber wir werden natürlich, die Politik der EZB ist diejenige, dass man weiter die Basispunkte erhöht. Ob das beim nächsten Mal wieder um 0,5 ist oder um 25, ist das weiß Lösung? Man noch nicht. Das ist ein Teil. Es ist ein Teil. Das ist ein Teil der Lösung. Für Der zweite Teil der Lösung ist ein ganz ein wesentlicher, ist natürlich, dass auch der Staat, sprich also die Fiskalpolitik, ihren Beitrag dazu leistet, indem sie nicht eben mit der Gießkanne ausschüttet und ausgibt, was koste es, was es wolle, sondern genau zielgerichtet auf jene Menschen unterstützt, die eben im unteren Einkommensdrittel sind. Und der nächste Punkt ist eben, und der letzte, und das haben wir leider ja gerade vorhin wieder diskutiert, und das werden Sie zwei sich wahrscheinlich dann weiter ausstreiten müssen, dass aber auch diese Sozialpartnerschaft funktioniert. Wir haben einen Vorteil in Europa oder zumindest in unseren Breitengraden. Wir haben wenigstens die Sozialpartnerschaft, wo man am Tisch sitzt und diskutiert. Das haben andere nicht. Was aber auch ganz klar ist, wir haben jahrelang mit dieser Geldpolitik, die wir jetzt vorgefunden haben, und den billigen Energiepreisen einen Wohlstand gebaut und bekommen jetzt indirekt die Rechnung präsentiert. Dass man, gar nicht indirekt, sondern wir haben sie. Also, und dass man natürlich auch leider mit Wohlstandsverlusten für alle
die dann auch jetzt einhergehen. Damit muss man rechnen, weil es gibt, there is no such thing as a free lunch, leider, für alle. Ja. Aber es ist wichtig, dass diejenigen, die sich wirklich nicht helfen können, dass die unterstützt werden. So, bitte. Das finde ich ist ein super Stichwort, die Frage der Wohlstandsverluste, weil da geht es ja in Wirklichkeit auch um die Frage der Lohnentwicklung. Ne? Und wir sehen ja, dass wir in Österreich jetzt sehr lange darauf gesetzt haben, dass wir mit Einmalzahlungen die ärgsten Dinge auffangen, bei jenen, die wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen, statt dass wir es armutsfest gestalten. Und den Rest soll irgendwie dann die Lohnpolitik richten. Wir müssen uns aber vielleicht noch mal herholen, wie das in Österreich funktioniert, weil ich glaube, das ist auch nicht allen klar. Wir sehen ja, dass die Wohlstandsverluste, über die wir jetzt alle schon gesprochen haben, sich längst im Geldbörsel und auf den Konten der Menschen realisiert haben. Wir sind ja 2022 rausspaziert, als Arbeitnehmerin oder als Arbeitnehmer, mit einem Kaufkraftverlust von fast 4%. Und das hört sich jetzt mal nicht so viel an, aber das ist der höchste Kaufkraftverlust seit Beginn der Aufzeichnungen in dieser Zweiten Republik. Also viel mehr fressen können die Arbeitnehmerinnen vom Wohlstandsverlust ja eh schon nicht. Und jetzt ist das ja ganz wesentlich auch deshalb so, eben weil wir in Österreich Löhne so verhandeln, dass wir in den Rückspiegel schauen. Dass wir ja zurückschauen und sagen, okay, was war die letzten 12 Monate los? Deshalb haben die Arbeitnehmerinnen, obwohl wir im Oktober, im November, im Dezember schon riesige zweistellige Inflationsraten hatten, abgeschlossen mit 7%, abgeschlossen mit 8%. Und ich war in genug Buden draußen, um wahrzunehmen, dass das die Leute echt schwer verstanden haben. Weil ihre Mieten sind ja trotzdem um 10-12% gestiegen. Ja? Und die Kollegen haben erklären müssen, wir müssen zurückschauen. Aber nächstes Jahr kriegst du das. Und das ist unsere Verantwortung, auch für die Gesamtwirtschaft als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass wir eben nicht dafür sorgen, dass wir Öl ins Feuer gießen, sondern dass wir uns da zurückhalten mit der Zeitverzögerung. Jetzt herzugehen und zu sagen, und jetzt im Herbst kriegst du es aber nicht, das müsst ihr noch einmal fressen. Also ich glaube, das wird sich tatsächlich nicht ausgehen. Insbesondere, wenn wir jetzt auch sehen, wie uns die Preise gerade in den Bereichen Wohnen, Essen, Heizen weiterhin davonrennen. Ja, ich wollte eigentlich jetzt sozusagen, ich finde hohe Lohnabschlüsse auch wichtig. Also ich finde, das ist auch gut, sozusagen, weil es eben die Kaufkraft steigert. Das ist wesentlich besser als Zuschüsse, also wenn man das einmal so sagt. Mhm. Aber trotzdem finde ich es falsch, wenn man nur nach hinten schaut. Also falsch finde ich es nicht. Es gibt die Benja, sozusagen die Benja-Formel, die sakrosankt. Habe ich akzeptiert, aber es ist trotzdem eine Gefahr da, weil wir eben, wenn wir nur nach hinten schauen und nicht nach vorne schauen, wir in die Gefahr laufen, bei steigenden Zinsen in eine Situation zu kommen, wo der Arbeitsmarkt kippt. Der ist jetzt momentan noch gut, wir haben einen Fachkräftemangel in allen Bereichen, glaube ich, das läuft noch gut, aber das muss nicht 2024 so bleiben und da, glaube ich, ist schon eine gewisse Vorausschau gut. Das möchte ich noch gesagt haben. Nur ja. Jetzt beim letzten ja. Glied in der Kette, das die Teuerung ja. umfasst, beim Menschen zu beginnen und zu sagen, ihr müsst jetzt ein bisschen Zurückhaltung haben, ja? indem wir sagen, Leute, jetzt haben wir 12 Monate gebuckelt, wir haben geschaut, dass die Wirtschaft weiterrennt in all diesen Krisen. Jetzt sind aber wir dran, auch ein Stück des Kuchens zu kriegen, weil... Klar, die Benja-Formel rollierend 12 Monate zurück, plus Produktivitätssteigerung. Genau. Ja, die kann man auch mal neu bemessen und sagen, okay, was macht die Maschine mehr an Produktivität, was der Mensch? Das kann man den Menschen nicht verüblichen. Und ich gratuliere den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden, die jetzt das alles mitgetragen haben. Wir haben Lohnabschlüsse mittlerweile von 10% und mehr, ja. weil es die Menschen auch brauchen, weil Konsum einer der größten Konjunkturmotoren sind, die wir brauchen in der Wirtschaft. Und deswegen ist es aber wichtig, den Ausblick zu haben. Ja, ist schon richtig. Aber ganz kurz, schauen wir ja. auf die Bruttobetriebsüberschüsse. Das Geld ist halt auch ja. da. Ja. Also es ist ja nicht so, als würden die Betriebe aus dem letzten Loch greifen. Ich glaube, man muss wirklich auf die haben gerade wirklich eine gute Zeit. Nochmal, ich habe schon mal gesagt, wir wollen alle Kaufkraft erhalten. Wir wollen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter gut behandeln. Es muss uns aber eines klar sein. Wir sind nicht alleinig auf dieser Welt. Österreich ist keine geschlossene Volkswirtschaft. Wir sind in der Europäischen Union. In Asien und in den USA, die haben nicht annähernd solche Lohn- und Gehaltserhöhungen. Wir sind international unterwegs, wir sind global unterwegs. Das heißt, wir brauchen auf der anderen Seite Instrumente wie Freihandelsabkommen. Wir brauchen Möglichkeiten von Entlastungen in verschiedenen Bereichen. Wir brauchen Strukturreformen. Da wollte ich Sie gerade einsprechen, weil Sie eingangs im Thesensatz gesagt haben, man braucht Strukturreformen. Genau. Was würde das aber auch bedeuten, punkto Pensionen?
Na, Strukturreformen braucht man beispielsweise Arbeitsmarkt. Das ist ein gutes Beispiel, Pensionen. Wir haben derzeit, ist gesagt worden, wir haben einen extremen Fachkräfte. Wir haben nicht keinen Fachkräftemangel, sondern Mitarbeiterinnen und Mitarbeitermangel. Wir haben trotzdem Arbeitslosigkeit, aber wir wissen, die sind schwer zu vermitteln. Arbeitsunfähig und vielleicht auch arbeitsunwillig. Aber nichtsdestotrotz, wir haben einen Mitarbeitermangel. Das heißt, wir müssen unbedingt mehr Mitarbeiter und Mitarbeiter im Berufsleben haben. Das heißt, wir müssen das Thema Teilzeit lösen. Wir brauchen mehr Vollzeit. Wir müssen Leistung belohnen. Und wir müssen schauen, dass wir letztendlich das Pensionsalter, das faktische Pensionsalter, auch wirklich an das Gesetzliche anpassen. Weil das wäre schon mal ein Riesenziel. Wir sind immer noch weit entfernt. Die Deutschen sind schon Richtung 70 Jahre unterwegs. Wir sind immer noch bei 65 und gehen eigentlich mit 60 in Pension. Wären das heißt, Sie dafür hundertprozentig dafür. Wir müssen das medizinische... Von 65 auf 70 anzunehmen. Von mir aus von 65 auf 70 unter Berücksichtigung der medizinischen sozusagen Entwicklung. Wir werden ja alle älter. Wir sind ja alle aber viel gesünder zum Glück. Und das ist ja positiv. Aber warum? Warum schaffen wir es nicht, das faktische Pensionsalter? Ja, weil man halt eine Invaliditätspension haben, weil wir viele Ausnahmen, weil wir in gewissen Pensionen haben. Nein. Unsere Leute gehen zu früh in die Pension. Nein. Aber nicht die Unternehmen. Warum? Die Unternehmen sind Warum? Sicher nicht. Warum? 40% der Frauen schaffen es nicht von Job in ihre gesetzliche Alterspension. 100% Kinderbetreuung. 16% der Unternehmen. WIFO. Umfrage. 16% der Unternehmen sind nicht bereit, Menschen mit 50 plus eine Chance zu geben. Aber das ist morgen das ist Ihr von Unternehmen. Gestern. Nein, das ist eine WIFO-Umfrage. Wir haben ein Riesenproblem, wenn wir schon von Systemwandel reden, wir haben ein Riesenproblem in unserem Bildungssystem. Corona hat das gezeigt. Definitiv. Über 300.000 aber nochmal, wir sind alle glücklich. Wir wollen sogar, keinen Laptop, keinen wir wollen Computer. Sogar, wir wollen sogar versuchen, dass jene, die in Pension sind, noch nebenbei verdienen können und eine steuerliche Entlastung kriegen, dass sie wieder zurückkommen ins Berufsleben. Wir wünschen uns die älteren Leute zurückkommen. Also was sagt der Ökonom zu den beiden Vorschlägen? Bitte. Ja, wahrscheinlich beide recht. Ne? Aber ich wollte noch was anderes sagen, eben weil die Teilzeit angesprochen worden ist. Es ist einfach so, dass für viele Frauen die Vollzeit teuer ist. Also teuer nicht nur wegen der Steuerprogression, sondern auch wegen der Kinderbetreuung. Ja. Es fehlen die Plätze. Es ist auch so, wenn man 40 Stunden arbeitet, dass man eben dann teuer einkauft. Man hat eben nicht so viel Zeit, sage ich mal, günstig zu kaufen. Man muss das nächstbeste kaufen. Es ist einfach auch teuer und natürlich auch, und das möchte ich noch kurz anbringen, dass man vielleicht auch da einmal schaut. Und also die Frauen würden, mehr Frauen, die wir wünschen uns mehr Frauen würden, in der Wirtschaft. Ist würden, doch würden die Teuerung stoppen? Ich frage es jetzt einmal nein, so ganz nein, banal. Nein, die Produktivität ist aber die Rahmenbedingungen müssen wir ändern. Die Rahmenbedingungen müssen und die Produktivität muss gesteigert werden, damit wir auch eben vor allem diese internationale Wettbewerbsfähigkeit erhalten für den Standort, Arbeits- und Wirtschaftsstandort Europa. Das ist das Wichtige. Nur ein Satz zum Thema Produktivität, weil das ist ja was, das liebe ich immer. Wir hören immer, wie alles besser wird und die Leute werden älter. Ich finde, das ist ja eigentlich was zum Feiern. Das ist ja wunderschön. Ist ja toll, ne? Wir sind auch wesentlich produktiver, als wir zum Zeitpunkt meiner Geburt waren. Das Jahr meiner Geburt war das letzte Jahr, in dem wir die Arbeitszeit verkürzt haben. Seither sind wir um ein Drittel produktiver. Trotzdem haben wir die Arbeitszeit nicht verkürzt. Also man schaut als Arbeitgeber halt auch immer sehr gezielt auf jene Bereiche, wo man das Gefühl hat, das ist halt da sehr, kann ich es ein bisschen verwenden. Ich glaube, es gibt einzelne Unternehmen können ihre Arbeitszeit reduzieren. Bitte? Einzelne Unternehmen können von mir aus die Arbeitszeit reduzieren. Es kann aber nicht sein, dass es gesetzlich oder kollektivvertragliche Regeln gibt. Jedes Unternehmen ist anders. Aber wir haben ja bisher auch die kollektivvertraglichen Regelungen zur Arbeitszeit verkürzt. Die Produktivität haben wir gehört. Bei der Formel ist die Produktivität berücksichtigt worden, sogar in jedes Jahr in den Kollektivvertrag. Das ist uns schon vor 100 Jahren gelungen. Warum sollte uns wir haben jetzt schon KV-Abschlüsse, wo eine Arbeitszeitverkürzung mitverhandelt wird. Wir haben jetzt schon die Möglichkeiten, individuell das zu verkürzen. Freiwilligkeit, das ja. Das ist auch absolut nicht wichtig, das Individuelle. Die Unternehmen machen das immer mehr, wo sie umstellen auf 4-Tage-Woche. Auf Freiwilligkeit dort, wo ist es alles. Möglich ist, ja, jetzt Freiwilligkeit, gerne. Also das passiert, das ist ja nicht aufzuhalten. Nur ein Satz zur Teilzeit. Also es gibt viele Frauen, die würden gerne mehr arbeiten. Die können aber nicht. Betreuungspflichten, ja. Nicht nur bei Kindern. Nicht nur bei Kindern. Bei Eltern, ja. Alten... Ja. Pflege. Ja. Ja. 400.000 pflegende Angehörige sind zu Hause und pflegen ihre Familie. Menschen in der Familie, Mutter, Vater, andere Menschen mit Handicaps und reduzieren dadurch die Arbeitszeiten oder müssen sie reduzieren? Und solange da nicht das System geändert wird, ja,
Können wir darüber diskutieren? Mehr Teilzeitkräfte in die Folge geht nicht. Jetzt sind wir, Herr Muchitsch. Es gibt Teilzeitmodelle, oder es gibt Unternehmen, wo Teilzeit gewünscht ist. Hm. Wechseldienst, ja, weniger Belastung bei Mehrarbeit, bei Überstunden. Ich mache hier einen Punkt, weil es wirklich auch ein anderes Thema wäre. Ich möchte eine einzige Frage noch stellen an Sie, Herr Neusser. Wann können wir mit einer normalen Inflation rechnen, die 2% betragen soll? In der Süddeutschen habe ich gelesen, es wird mehrere Jahre dauern. Können Sie das auch? Schwer zu sagen. Also 23 sicher nicht. Da gehen wir ungefähr auf 5% zurück, wenn es gut geht. Nächstes Jahr werden wir dann auf 3,5 runtergehen und dann vielleicht 25, dass wir dann bei den 2% sind. Dann hoffen wir, dass das stimmt mit 2025, aber es ist natürlich wirklich sehr, sehr schwierig von dem, was alles passiert. Aber vielleicht sollte man das noch sagen für die Zuschauer. Ja. Das heißt nicht, dass die Preise hinuntergehen. Ja. Sie heißt nur, dass sie nicht mehr so stark steigen, beziehungsweise bei 2% konstant bleiben. Das ist ein Punkt, dass genau diese jetzige Situation eine Chance für alle ist, Dinge neu zu denken und eben jene Reformen, die schon längst angestanden sind, endlich umzusetzen, ist, glaube ich, ist da. Das ist eine Möglichkeit für uns alle. Spät, aber nicht zu spät. Richtig. Die Inflation wird sinken, aber die Preise bleiben hoch. Ich bedanke mich bei meinen Gästen für die Diskussion, Ihnen zu Hause fürs Zusehen. Reden Sie darüber. Nach uns sehen Sie den Doc-Film Die Epoche des Menschen. Die Filmemacher sind durch 20 Länder der Erde gereist. Das Ergebnis ein verstörender Bericht in schrecklich schönen Bildern über den schlechten Zustand unseres Globus. Im Namen der gesamten Redaktion, Technik, Regie, Kostüm und Maske wünsche ich Ihnen schöne Osterfeiertage. Wir sehen uns aus diesem Grund erst in 2 Wochen wieder. Auf Wiedersehen.